Willkommen zur zweiten Aktuellen Stunde, diesmal zu den Dresdner Verkehrsbetrieben. Hier ist die einreichende Fraktion Die Linke, deswegen darf ich zunächst Herrn Mattis bitten und danach beginnen wir in die Fraktionsrunde einzusteigen mit Bündnis 90 Die Grünen. Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, was ich Ihnen dargestellt habe, das ist die Preis- und Finanzierungsentwicklung der DVB in den letzten 5 Wahlperioden, sozusagen zwischen Hochwasserkrise und Corona-Krise. Die Fahrpreise sind in diesen 15 Jahren um 50% gestiegen. Der Einzelfahrschein von 1,60 auf 2,40, die Abo-Monatskarte von 34 Euro auf 51,90. Dieser Anstieg lag erkennbar über der Lohnentwicklung und über der Entwicklung der Verbraucherpreise. Straßenbahnfahren ist also nicht nur gefühlt, nicht nur absolut, sondern auch im Verhältnis zum Einkommen teurer geworden. Diese Leistung wurde den Fahrgästen abverlangt. Auch die DVB-Belegschaft hat eine große Leistung erbracht. Sie beförderte 2019 rund 20% Fahrgäste mehr als 2004. Das sieht man auch an dem Umsatzanstieg auf 181%. Allein diesen Beschäftigten ist es zu danken, dass der Dresdner Nahverkehr heute als einer der besten in Deutschland gilt. Was hat nun aber die Stadt zu diesem Nahverkehr beigetragen? Der Beitrag der Stadt ist gesunken. Das ist die gelbe Linie ganz unten. Von 55 Millionen jährlich 2004 auf 40 Millionen, ungefähr 40 Millionen jetzt. Berücksichtigt man dabei, dass die Stadtbevölkerung gewachsen ist, dann ist der Zuschuss der Stadt pro Einwohner um ein Drittel gesunken. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Wir schießen heute ein Drittel weniger für die DVB zu oder tragen zur Finanzierung der DVB bei als 2004. Damals wurden mehr als die Hälfte der Kosten von der Stadt getragen, heute rund ein Viertel. Dahinter verbirgt sich eine Strategie namens nutzerfinanzierter ÖPNV, niemals irgendwo beschlossen, aber dennoch bei jeder Preiserhöhung alljährlich zum Tragen gekommen. Es ging nicht nur um einen Ausgleich von Preissteigerungen bei Energie und Personal, sondern es ging um eine peu à peu Verlagerung der Kosten von der öffentlichen Hand auf die Fahrgäste. Heute wissen wir, dass diese Strategie völlig untauglich war und ist, wenn man die Herausforderungen des Klimawandels bewältigen will. Denn sie führt zwangsläufig zu einem Dilemma. Entweder man will Bus und Bahn ausbauen, um den Anteil zu erhöhen. Wenn man das nötige Geld über Preiserhöhung holt, schreckt man zugleich die Leute ab, die man gerade überzeugen will, ihr Auto stehen zu lassen, öfter mal und stattdessen mit Bus und Bahn zu fahren. Oder aber man hält die Preise ganz bewusst stabil, dann fehlen ohne öffentliche Zuschüsse die Mittel, um die DVB auszubauen. Es wird also kein Weg daran vorbeiführen, mehr öffentliches Geld aufzuwenden, überproportional zu investieren. In neue, schnellere Strecken, in größere Fahrzeuge, in die Elektrifizierung der Busse, in Fachkräfte, die händeringend gesucht werden. 65 Millionen sind kein Fantasiebetrag, sondern ein Minimum, was noch nicht mal diese Schere schließt. Wer in dieser Situation den öffentlichen Zuschuss auf 55 Millionen begrenzen will, hat klimapolitisch den letzten Schuss nicht gehört. Wenn ein sogenanntes Beratungsunternehmen im Jahre 2021 allen Ernstes ein Gutachten für die DVB ausdrücklich ohne Berücksichtigung verkehrspolitischer Aspekte abliefert, sagt es etwas über diese Beratungsunternehmen. Die machen Gutachten zu Krankenhäusern ohne Berücksichtigung gesundheitspolitischer Aspekte, Gutachten zu Theater ohne Berücksichtigung kulturpolitischer Aspekte und so weiter und Gutachten für öffentliche Verkehrsunternehmen ohne Berücksichtigung verkehrspolitischer Aspekte.
Diese Gutachten und diese Beratungsunternehmen sind deshalb für die Kommunalpolitik völlig nutzlos, weil wir können diese verkehrspolitischen Aspekte einfach nicht ausblenden. Und wenn ein Vorstand der Technischen Werke mit Zustimmung des Oberbürgermeisters oder der OB selbst im Jahre 2021 für einen, wir wissen es nicht genau, wahrscheinlich sechsstelligen Betrag, allen Ernstes ein solches Gutachten ohne Berücksichtigung verkehrspolitischer Aspekte in Auftrag gibt, um damit die Zuschüsse der DVB auf 55 Millionen zu begrenzen, dann nenne ich das das sinnlose Verbrennen von öffentlichem Geld. Herr Oberbürgermeister, ich hätte gern von Ihnen gehört, ob Sie für diese Fehlleistung die Verantwortung übernehmen oder ob Sie so darstellen wollen, dass da die DWT aus dem Ruder gelaufen ist und eigenmächtig gehandelt hätte. Das würde mich von Ihnen als Aufsichtsratsvorsitzenden interessieren. Vielen herzlichen Dank. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt Bündnis 90 Die Grünen. Frau Kraus, bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Dresdnerinnen und Dresdner. Ganz oft hört man den Satz, die Dresdnerinnen und Dresdner lieben ihre Straßenbahn. Und das ist glücklicherweise nicht nur hören sagen, sondern es lässt sich mit alljährlich den Bestnoten im Kundenbarometer sogar deutschlandweit im Vergleich handfest belegen. Selbst in Krisenzeiten, wie vor allem im letzten Jahr durch die Corona-Pandemie, halten die Kundinnen und Kunden dem Unternehmen die Treue und vergaben sogar in der Sonderkategorie Krisenmanagement letztes Jahr den ersten Platz an die DVB. Das ist eine ganz tolle Leistung. Und dafür möchte ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Dresdner Verkehrsbetriebe sehr herzlich danken. Die Dresdnerinnen und Dresdner lieben nicht nur ihre Straßenbahn, sondern sie benutzen sie auch. Ein Fünftel aller Wege in Dresden wird mit Bahn und Bus oder auch mit Fähre und Schwebebahn erledigt. Diesen Anteil wollen wir nach den uns hier gemeinsam festgelegten Zielen in den nächsten 10 Jahren auf 25-30% erhöhen. Man kann es nämlich nicht oft genug betonen, ein starker und das heißt vor allem auch genutzter ÖPNV ist das Rückgrat der städtischen Mobilität. Das kann man ganz einfach versinnbildlichen. Die langen Stadtbahnwagen, die zurzeit unterwegs sind in Dresden, haben 107 Sitzplätze und 153 Stehplätze. Nun ist auch im Berufsverkehr nicht jede Bahn bis zum Anschlag belegt, aber wenn es, sagen wir mal, 200 Personen sind, ersetzt eine einzige Straßenbahn im Extremfall mehr als 150 Fahrzeuge, denn ein Dresdner Auto ist durchschnittlich mit nur 1,3 Insassen unterwegs. Grob überschlagen ist jetzt so ein Auto 5 Meter lang. Wenn man den Sicherheitsabstand mal unter Tisch fallen lässt, nur zur Veranschaulichung, dann erspart also eine einzige Straßenbahn der Stadt im Berufsverkehr eine Autokolonne von 750 Metern Länge, also fast dreiviertel Kilometer. Zusätzlich hält die Straßenbahn die Luft in der Stadt sauber und spart im Vergleich zum Autoverkehr sehr viel CO2. Nun machte in der Zeitung der Bericht über ein Gutachten die Runde, das offenbar erhebliche Kürzungen des Angebots der DVB anregt, um den kontinuierlich ansteigenden Kostenbedarf zu decken. Die Linke schreibt schmissig, man solle den Gutachterirrsinn beenden. Das möchte ich etwas differenzieren, denn natürlich müssen wir darüber reden, wie wir das wichtige Nahverkehrsangebot für unsere Stadt erhalten und langfristig auch finanzieren können. Die DVB selbst haben sich dafür auch schon mit Hilfe von Gutachtern auf den Weg gemacht, Ursachen zu finden und Lösungen aufzuzeigen. Wichtig ist dabei aber, dass Gutachterinnen und Gutachter, das hat Herr Mattes gerade schon angedeutet, von der Materie auch etwas verstehen. Mobilität und damit auch der öffentliche Personennahverkehr findet nicht mehr so statt wie in den 80er Jahren. Wir sind heute multimobil. Insbesondere die häufig in die Kritik geratene Mobi-Welt mit Carsharing, Bikesharing und derzeit schon in Verbesserung befindlichen App-Angeboten für Informationen, für Ticketkauf, ist der Schritt in die Zukunft. Oder um genauer zu sein, in die Gegenwart ganz vieler Nutzerinnen und Nutzer, die solche Dinge konkret nachfragen. In einer Befragung in diesem Jahr gaben 30% der Neuerwerberinnen einer Abokarte an, dass die Mobi-Welt einen ganz ausschlaggebenden Anteil an der Entscheidung gemacht hat und 10% gaben das sogar als Hauptgrund an.
Wir wissen, dass die Einnahmen aus den Abo-Tickets die wirtschaftliche Basis der DVB darstellen. Anreize zu schaffen, Kunden zu halten, dazu gehört auch der Nachtverkehr zum Beispiel, sind deswegen essentiell. Die Ausgaben für diese Angebote sorgen dafür, dass Kundinnen und Kunden sich ans Unternehmen binden. Wer hier die Axt anlegt, riskiert, dass Abo-Tickets gekündigt werden. Das wäre vollkommen kontraproduktiv. Geld sparen können wir, wenn wir den Ausbau des Angebots voranbringen und eben nicht Investitionen zurückhalten. ÖPNV-Beschleunigung führt zu Einsparungen von Fahrzeugen je Linie und Umlauf und damit auch zu geringeren Personal- und Betriebskosten. Auch wir haben wie die Fraktion Die Linke einen Antrag eingereicht, den wir nach der Sommerpause hier gemeinsam beraten werden, um die Finanzierung der DVB auf solide Füße zu stellen. Guten und damit funktionierenden ÖPNV gibt es nämlich nicht umsonst und er dient nicht nur uns, sondern auch dem Umland in unserer Metropolregion. Was nicht geht, ist auf Kosten des Personals zu sparen. Die Tarifbindung ist für mich ein ganz wichtiger Bestandteil und man muss auch wissen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den DVB häufig ohnehin schon mehr oder weniger aus Idealismus im Unternehmen bleiben, weil anderswo in Deutschland deutlich mehr gezahlt werden kann. In dem deutschlandweiten Vergleich sind die DVB übrigens deutlich unter dem durchschnittlichen Defizit pro Fahrgast, was eine Kennzahl im ÖPNV ist. Das heißt, andere Städte in Deutschland schießen sehr viel mehr Geld pro Fahrgast zu, als wir hier in Dresden. Ich baue darauf, dass wir hier alle im Rat gemeinsam daran arbeiten, für eine stabile Finanzierung der DVB zu sorgen, wenn nötig auch außerhalb der Querfinanzierung in den TVD. Und damit möchte ich auf die Liebe der Dresdnerinnen und Dresdner zu ihren Verkehrsbetrieben zurückkommen. Was man liebt, das ist einem auch etwas wert. Vielen Dank. Wir setzen fort mit der AfD-Fraktion. Herr Braun. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Bürger, über den Titel der Aktuellen Stunde, keine Kürzungen bei Bus und Bahn, Gutachter Irrsinn stoppen, Dresdner Verkehrsbetriebe stärken, muss man sich schon stark wundern. Wir reden heute über ein Gutachten, das den wenigsten Stadträten bekannt sein dürfte, in diesem Kreis nur den Mitgliedern des Aufsichtsrates der Technischen Werke Dresden. Aufgrund der noch zu diskutierenden Indiskretion, der Stadtrat wird sich in der kommenden Sitzung im September auf Antrag der AfD-Fraktion damit befassen, gelangten inhaltliche Versatzstücke über die Presse an die Öffentlichkeit. Der Schaden, der durch diese Indiskretion für die DVB entstanden ist, lässt sich derzeit kaum beziffern. Kunden- und Mitarbeitervertrauen dürften aber nachhaltig beschädigt worden sein. Im zugehörigen Antrag zur heutigen Aktuellen Stunde, der derzeit in den Gremien des Stadtrates diskutiert wird, kritisiert die Linksfraktion die nachteiligen Folgen der verletzten Vertraulichkeit. Aber mit der heutigen Tirade beschädigen sie die Dresdner Verkehrsbetriebe erneut. Viel mehr als Mutmaßungen und Spekulationen waren heute nicht zu hören. Welcher wahlkämpferische linke Populismus hier vorgetragen wurde, zeigt sich exemplarisch an der Begrifflichkeit Gutachterirrsinn. Vor 4 Monaten haben Sie zusammen mit Ihren Freunden der linken Stadtratshälfte euphemistisch ein Zweitgutachten zum städtischen Krankenhaus beantragt. Euphemistisch, weil in den letzten Jahren eine Vielzahl an Gutachten und Untersuchungen zur wirtschaftlichen Situation des Eigenbetriebs vorgelegt wurden. Sie selbst haben Gutachterirrsinn betreiben wollen und kritisieren nunmehr in einem anderen Fall das Vorliegen eines einzelnen Gutachtens, das wohl nicht in Ihre Ideologie passen will, und das ist Populismus pur. Dieses Gutachten wurde erstellt, damit man die richtigen Schlüsse ziehen kann, und welche das sind, steht noch nicht auf der Agenda. Medienberichten zumindest ist zu entnehmen, dass die DVB Gefahr läuft, noch defizitärer zu werden. Niemand hier im Stadtrat kann eine zusammengekürzte und kaputtgesparte DVB wollen. Ein leistungsfähiger und bedarfsgerechter öffentlicher Nahverkehr ist für Dresden unerlässlich. Auch die AfD-Fraktion will das hohe Niveau der Verkehrsbetriebe erhalten und dort, wo notwendig, ausbauen. Wir stehen zum geplanten Ausbau des Streckennetzes und einer Verbesserung der Verknüpfung mit dem Umland. Zugleich muss immer wieder aufs Neue überprüft werden,
bzw. kontrolliert werden. Das ist ein Begriff einer ihrer großen Vorbilder, wurde sehr oft verwendet, liebe Linksfraktion, wie mit begrenzten Ressourcen ein bestmögliches Angebot erreicht werden kann. Notwendige Haushaltsmittel fallen nicht vom Himmel, sondern müssen durch die Bürger, müssen durch die Steuerzahler erwirtschaftet werden. Und den Linken kann man das nicht oft genug erklären. Man kann nur hoffen, dass es dann irgendwann auch mal klingelt. Der Vorschlag, den Fehlbetrag, welcher sich aus dem Zuschussbedarf der DVB und der Leistungsfähigkeit des Querverbundes ergibt, einfach über städtische Zuschüsse in vielfacher Millionenhöhe auszugleichen, ist hanebüchen. Stellen Sie sich gerne mal die Frage, wo an anderer Stelle gespart werden soll. Und dem Bürgermeister nicht vorhandenes Geld zukünftig einfach einplanen zu lassen, ist ebenfalls sinnfrei. Wir brauchen in Dresden eine ehrliche Diskussion über das finanzierbare Leistungsspektrum des ÖPNV und keine Entscheidungen am grünen Tisch, die an der Realität vorbeigehen. Und ein Gutachten ist dann nicht irrsinnig, wenn es um Fakten geht. Statt eine ehrliche Debatte zu führen, wo die Grenzen der Landeshauptstadt Dresden liegen und wie unter der Prämisse der Knappheit das bestmögliche Angebot im ÖPNV bereitgestellt werden kann, arbeitet sich die Linke an einem vertraulichen Gutachten ab. Der ÖPNV in Dresden hat in Wirklichkeit nur ein Problem, und das ist die linke Stadtratsseite, die mit immer neuen kostspieligen Utopien die wirtschaftliche Tragfähigkeit des öffentlichen Nahverkehrs aufs Spiel setzt. Vielen Dank. Als nächster Redner für die SPD-Fraktion, Herr Engel. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Ich glaube, man sollte bei so einer Debatte, wenn man sie wirklich ernsthaft führen möchte, und ich glaube, das sollte unser aller Anspruch sein, die Tatsache, dass wir heute drüber reden, ist, glaube ich, auch schon Beleg dafür, dass das Thema auch in der Stadtgesellschaft angekommen ist, sollte man einen Schritt zurücktreten und einfach mal vielleicht von außen auch auf den Nahverkehr in Dresden blicken. Und da hat Frau Krause ein paar Kennziffern schon erwähnt. Ich würde da gerne noch ein paar weitere auch hinzufügen. Wir waren 2019 in Vorkrisenzeiten bei jährlich 165 Millionen Fahrgästen. Wir sprechen da über 260 Fahrten pro Jahr und Einwohner bzw. Einwohnerin. Das ist ein extrem hohes Niveau und das ist auch ein Niveau, was weit über dem anderer Städte liegt, die teilweise U-Bahn-Systeme haben, die wirklich sehr, sehr viel mehr Geld auch in Infrastruktur gesteckt haben. Das sollte man sich, glaube ich, beim Dresdner ÖPNV immer vergegenwärtigen. Und wir haben eine hohe Kundenzufriedenheit, das wurde erwähnt, und wir haben bis dato einen extrem niedrigen Zuschussbedarf gehabt. Man kann sich ja einfach mal die Werte von vergleichbar großen Städten in Deutschland anschauen im Jahr 2019. Da sprechen wir im Fall von Nürnberg über etwa 70 Millionen Euro, im Fall von Leipzig über 50 Millionen Euro schon, Duisburg 50 Millionen Euro, Düsseldorf 70 bis 80 Millionen Euro. Das waren die Zuschussbedarfe, die 2019 in diesen Städten abgerufen worden sind, wo wir tatsächlich mal das erste Mal dann auch deutlich über die 40 dann auch drüber sind. Aber da waren wir trotzdem noch weit davon entfernt. Und es ist ein Stück weit, so ehrlich muss man sich an dieser Stelle auch machen, auch ein Normalisierungsprozess, dass es hier zu einem gewissen Anstieg auch kommt. Warum? Wir haben jahrelang die DVB mit mehr oder weniger derselben Struktur gefahren. Wir haben seit dem Jahr 2000 in vielen Bereichen ein unverändertes Liniennetz. Wir haben eine recht stabile Belegschaft gehabt. Wir haben keine hohen Lohnabschlüsse gehabt. All das sind Sachen, die ändern sich irgendwann einfach mal. Dann braucht das System auch entsprechend wieder zusätzliche Mittel. Und ich glaube, das war abzusehen, dass wir zu so einer Entwicklung kommen. Und dementsprechend sollte auch eine Politik damit umgehen. Natürlich haben die Dresdner Verkehrsbetriebe Probleme. Corona spielt natürlich auch hier gerade eine Rolle. Und das Problem, was wir jetzt vor allem haben, ist, wir wissen noch gar nicht, wie sich das Mobilitätsverhalten langfristig verändert. Wir alle können mit Annahmen arbeiten, wir können Thesen aufstellen, wir wissen eigentlich nicht, wie das im Jahr 2022, 2023 wirklich abläuft. Und das macht es, glaube ich, durchaus schwierig, hier auch jetzt schon zu ganz festen Beträgen zu kommen, wo man sagt, das brauchen wir für dieses Ziel und das brauchen wir vielleicht für das Ziel oben drüber.
Ne? Ich bin ja da durchaus auch glücklich drüber, dass wir zumindest auf Landesebene in Sachsen jetzt mit dem ÖPNV-Rettungsschirm auch für 2021 jetzt eine entsprechende auch Zusage haben vom Land, eine 50% Finanzierung vom Freistaat, beide Jahre zusammen 174,5 Millionen Euro. Das war ja lange Zeit auch strittig, hilft aber den Dresdner Verkehrsbetrieben jetzt erstmal sehr, sehr akut. Ich will aber an dieser Stelle, weil, also wir haben jetzt auf Landesebene Klarheit, wir sollten aber, glaube ich, auch an anderer Stelle Klarheit schaffen. Und zumindest für unsere Fraktion oder für meine Fraktion kann ich das auch klar sagen. Angebotskürzungen, übertriebene Fahrpreiserhöhungen, Einsparungen auf Kosten der Belegschaft wird es mit uns tatsächlich nicht geben. Dieser Stadtrat hat 2019 noch beschlossen, dass 25-30% Model Split beim ÖPNV unser Ziel sind im Jahr 2030. Und an diesem Ziel sollten wir uns alle auch weiter messen lassen. Das ist deswegen jetzt nicht einfach vom Tisch. Und natürlich müssen wir uns Prozesse im Unternehmen anschauen, ganz unumwunden. Natürlich müssen wir über sowas wie Kostencontrolling sprechen, über Synergien im TWD-Konzern, über auch gewisse Nachteile, die die DVB noch im Bereich Digitalisierung hat. Das sind Prozesse, die wurden identifiziert, auch im Aufsichtsrat, und die müssen jetzt auch angegangen sein. Die Krux an der Sache ist, das kostet erstmal Geld und bringt dann langfristig nach hinten raus Einsparungen. Das sollte man auch immer im Blick behalten. Und Herr Braun, zu Ihrer Rede muss ich jetzt auch noch mal was sagen. Sie finden es vollkommen absurd, dass wir aus einem städtischen Haushalt Zuschüsse leisten. Das ist in vielen deutschen Städten Realität. Chemnitz hat 2019, noch vor Corona, 5 Millionen Euro jährlich wieder in den ÖPNV, in die CVAG reingesteckt. Das ist nichts, was vollkommen absurd ist. Das ist Realität. Und dementsprechend ist das natürlich auch eine Option, die man sich anschauen muss. Und dieser Stadtrat ist auch in der verdammten Pflicht, Wege zu finden, wie wir die Finanzierungsbasis auch breiter fassen. Und das sage ich auch ganz, ganz offen als Mitglied einer Fraktion, die zum Beispiel solchen Aspekten wie dem 365-Euro-Ticket eben auch aus finanzpolitischen Erwägungen immer sehr kritisch gegenüberstanden. Das ist auch weiterhin so der Fall. Aber ich bin der Überzeugung, wir müssen da jetzt eine Kreativität an den Kreativität hier auch walten lassen, müssen da tatsächlich aber auch schauen, was es vielleicht noch für andere Modelle auch oder Bausteine gibt, abseits des zentralen Haushaltes, damit wir am Ende im Jahr 2030 wirklich auch besser dastehen mit dem ÖPNV in Dresden. Vielen Dank. Als nächster Redner Herr Blödner für die FDP-Fraktion. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aktuelle Stunde zum Thema keine Kürzungen bei Bus und Bahn, Gutachterirrsinn stoppen, Dresdner Verkehrsbetriebe stärken. Bei manchen öffentlichen Debatten fragt man sich ja doch, was los ist. Wenn man dann zur aktuellen Stunde noch den Antrag der Linken dazu nimmt, fühlt man sich irgendwie in einer anderen, nicht realen Welt, die da zusammengebastelt wird. Was ist denn tatsächlich passiert? Aufgrund von Corona hat die DVB massiv Fahrgäste verloren und dadurch höhere finanzielle Verluste. Parallel dazu kommen einzelne hausgemachte Probleme und mögliche strategische Fehler, die auch insgesamt den Zuschussbedarf steigen lassen. Dadurch ist aktuell absehbar, dass man gegensteuern muss und Lösungen finden muss. Der aktuelle Zuschuss über die Sachsenenergie wird nicht reichen. Wenn aktuelle Probleme und Prognosen stimmen, wäre ein deutlicher Zuschuss aus dem städtischen Haushalt notwendig. Das ist tatsächlich eine Situation, wo man sich intensiver Gedanken machen muss. Im Aufsichtsrat und Geschäftsführung wird dies hoffentlich bereits länger getan. Parallel dazu ist es in einer solchen Situation durchaus hilfreich, mit einem externen Blick durch ein Gutachten verschiedene Optionen zu rechnen und als Diskussionsgrundlage zusammenzustellen. Ich würde sogar gegenteilig sagen, wenn man in so einer Situation nicht reagiert, läuft akut was schief und Geschäftsleitung und Aufsichtsrat müssten sich dann einiges vorwerfen lassen und müssten ihre Tätigkeit hinterfragen. Bisher liegt zumindest unserer Fraktion das Gutachten nicht vor. Entsprechend ist eine inhaltliche Stellungnahme auch nicht möglich. Wobei es durchaus amüsant ist, dass ausgerechnet die Linke von Gutachterirrsinn spricht, nachdem sie vor wenigen Monaten zusammen mit den Grünen per Antrag das 5. oder 6. Gutachten für das städtische Klinikum forderte und eisern verteidigte, warum noch ein Gutachten notwendig sei. Beim Klinikum ist man übrigens genau den richtigen Weg gegangen. Probleme hat man festgestellt, man hat sich externen Sachverstand hinzugeholt, man hat viele Optionen diskutiert und dann mit eigenen Erfahrungen, kompetenter Führungsriege und weiteren Ideen einen eigenen Weg gefunden. Aber zurück zur DVB. Mit den medial kolportierten Informationen und den bekannten Fragestellungen und Problemen lassen sich ein paar Punkte benennen. Dresden hat einen der besten Nahverkehre Deutschlands. Das wird, glaube ich, niemand hier in Frage stellen und auch niemand gefährden wollen.
In den letzten Jahren gab es einen sukzessiven Ausbau und Verbesserungen, der auch weitergehen wird und soll. Und dann zu Herrn Mattes, seinem Schaubild. Mit Statistiken und Zahlen hast du es nicht ganz so, oder? Da stellt man doch fest, dass die DVB einen sehr guten Job gemacht hat. Insbesondere offensichtlich durch starken Nutzerzuwachs sehr erfolgreich war. Sowohl aus Klimasicht als auch betriebswirtschaftlich ist das doch eine überaus gute Botschaft, die dort in den Zahlen versteckt war. Aber so offensichtlich ist man dann in den letzten 2-3 Jahren in ein Problem hineingelaufen. Und da ergeben sich dann durchaus Fragestellungen, die sich dort mitstellen und die künftig zu diskutieren sind. Und dazu ist dann auch externer Sachverstand durchaus hilfreich. Will die DVB vielleicht zu viel? Verzettelt man sich? Baut man gegebenenfalls Strukturen auf oder holt Maßnahmen ran, wie beispielsweise die Mobibikes, die nicht die DVB machen müsste? Ist es sinnvoll, weitere Mobilitätsthemen zu integrieren oder konzentriert man sich doch besser auf den klassischen Nahverkehr und lässt dann an den Zu- und Ausstiegspunkten andere Dienstleister ansetzen? Überfordern vielleicht auch wir als Stadt mit immer neuen Aufgaben? Sind aktuelle Programme vielleicht zu ambitioniert und fallen dadurch auf die Füße? Uns ist klar, dass wir eine leistungsfähige DVB brauchen, die ihr Kerngeschäft ordentlich macht. Aber die Dinge, die finanziell zu der schwierigen Situation geführt haben, müssen gründlich untersucht und benannt werden. Und gegebenenfalls sind dann in einzelnen Teilbereichen auch Konsequenzen zu ziehen. Mal eben zusätzlich 15 bis 20 Millionen jährlich aus dem städtischen Haushalt hinzuschießen, wird nicht funktionieren. Oder man müsste an anderer Stelle im Haushalt massiv kürzen. Ausschüttungen der Sachsenenergie erhöhen und dann auf dortige Investitionen zu verzichten, gefährdet auch dort die langfristige Strategie und Entwicklung. Daher sollte man es sich hier nicht so einfach machen, wie es vom Antragsteller gewünscht ist. Wir sollten erst die Fakten und Gutachten in Ruhe analysieren, dann die Diskussion zu den einzelnen Punkten und Themen führen und dann mögliche Entscheidungen benennen. Alles andere wäre hochgradig fahrlässig. Vielen Dank. Als nächstes für die Fraktion Dissidenten Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Netz. Wir leben in Zeiten der globalen Transformation. Ich glaube, da muss ich jetzt hier keinem erzählen, ungefähr fast die Hälfte dieses Rates glaubt es zwar nicht, aber wenn man sich die Bilder anguckt aus den letzten Tagen und auch in der Welt ein bisschen umguckt, der Klimawandel, die Klimakatastrophe ist nah. Und selbst wenn man das nicht glaubt, das ist das Traurige, liebe AfD, das Traurige ist, die Rahmenbedingungen, die ändern sich. Ja? Natürlich kann das irgendwie, kann man das politisch ändern, aber sie ändern sich überall auf der Welt, weil überall auf der Welt die Menschen halt schlau genug sind oder langsam schlau genug werden, dass man gewisse Dinge nicht mehr tun kann, weil wir halt über die Leistungsfähigkeit dieses Erdballs uns ernähren und bewegen. Und deswegen wird es Änderungen geben. Ich kann es in einem Satz zusammenfassen. So wie die Dampfmaschine, so wird auch der Verbrennungsmotor diesen Erdball verlassen. Und wir müssen also gucken, dass wir die Mobilität, dass wir die anders, dass wir sie besser hinkriegen. Wir brauchen demnach eine neue Form der urbanen Mobilität. Wir müssen neue Formen entwickeln und dazu natürlich müssen sie sozial und gerecht sein. Es kann nicht sein, dass halt einige Menschen sich Mobilität leisten können, andere nicht. Das wird natürlich viel, viel schwieriger, wenn wir jetzt an die Elektromobilität denken, weil zumindest Stand heute technisch, es gibt keine 15 Jahre alten Batterien. Also gibt es auch keine 15 Jahre alten Elektroautos, auch in 15 Jahren nicht. Das heißt, Sie müssen immer ein neues Auto kaufen. Das heißt, jeder, also so wie heute, dass ich mir für 2, 3, 4, 5.000 Euro ein Autochen zulege, die Möglichkeit ist dann vorbei. So, das muss man auch sozusagen einfach mal aussprechen, weil damit, ich sagte ja, der Verkehr muss sozial und gerecht sein, der Verkehr muss auch besser werden. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was machen wir dann? Neben der Elektromobilität, habe ich gerade angesprochen, gibt es natürlich Carsharing. Fuß- und Radverkehr, ganz heißes Thema, ist super billig, kann man mit wenig Geld sehr, sehr viel erreichen. Und natürlich den ÖPNV. So, vor 2 Jahren haben wir, oder vor 3 Jahren haben wir hier beschlossen, es wurde schon ein paar Mal zitiert, dass wir die DVB zur zentralen Mobilitätsdienstleisterin in Dresden machen wollen. Warum zentrale Mobilitätsdienstleisterin, Herr Blödner von der FDP? Weil es natürlich sehr, sehr schlau ist, dass die DVB auch die Fahrräder
also nicht betreibt, sie betreibt sie ja nicht, aber sozusagen ihren Finger drauf hat. Weil erstens gibt das einen enormen Werbeeffekt. Zweitens gibt das Bindung an die DVB. Ich kenne jemanden, der hat seine Dauerkarte nur, weil er mit der DVB-Karte Fahrrad fährt. Ja, der fährt viel Fahrrad und er sagt, es lohnt sich für mich. So, und deswegen, und weil man die Steuerung hat natürlich. Stellen Sie sich vor, irgendein Unternehmen flutet jetzt Dresden auch mit irgendwelchen Fahrrädern. Wir können gar nicht sagen, mehr Fahrräder nach links oder nach rechts oder tu das nicht. Ja, das können wir alles nicht machen. Wenn die DVB das macht, haben wir da wenigstens mittelbaren oder unmittelbaren Steuerungsmöglichkeiten. Und wenn wir jetzt an neue Formen der urbanen Mobilität denken, dann müssen wir natürlich auch Quartierbusse mit überlegen, On-Demand-Sachen, also wo dann ein Dienst kommt, vielleicht sogar mit irgendwas Selbstfahrendem, wenn ich es brauche. Und interessanterweise, hat mich sehr gefreut, CDU hat ja das Wort On-Demand prüfen auch in einem Antrag, den wir heute hoffentlich noch beschließen werden. Meine Damen und Herren, wenn man jetzt all das verstanden hat, dass mit der neuen Mobilität in der Stadt, dann folgt daraus rein logisch, dass man ein Bekenntnis abgeben muss zum Ausbau eines erweiterten ÖPNVs. Und wenn man ein Bekenntnis zum Ausbau macht, ist das auch ein Bekenntnis zur Finanzierung. Wie kann man ÖPNV finanzieren? Man kann A, die Ticketpreise nehmen, haben wir schon öfter gehört, reicht nicht. B, man kann sozusagen als Stadt was dazu tun, also entweder irgendwas Festes, Parkgebühren, einfach zur DVB, oder wir machen es aus dem Haushalt, oder wir haben Steuern oder Umlagen. Führt mich zu dem umlagefinanzierten ÖPNV. Meine Zeit läuft ab, aber ich will Ihnen nur sagen, haben Sie es gemerkt? Letzten Stadtrat, haben Sie alle, ich glaube, es war einstimmig, haben wir alle einen riesigen Schritt zu mehr Umlagefinanzierung im ÖPNV hier dafür gestimmt, weil wir haben ja für das Bildungsticket gestimmt. Und wo kommt das Bildungsticket her? Das ist natürlich sozusagen Bundesgeld, Landesgeld, was hier sozusagen in Dresden in den ÖPNV fließt. Davon brauchen wir mehr und wir brauchen diese Kenntnis zum ÖPNV, zur Finanzierung, zum Ausbau des ÖPNVs. Das heißt, wir werden uns bald hier unterhalten, ganz konkret, also nicht ob, sondern ob es aus dem Haushalt kommt, ob wir dafür Gebühren erheben, ob wir Steuern machen oder eine Umlagefinanzierung. Zwei Sekunden hätte ich noch gebraucht. Umlagefinanzierung brauchen. Dankeschön. Wir kommen zur nächsten Fraktion, Freie Wähler, Herr Nitsche. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, worüber reden wir heute hier? Wir reden über das Gutachten zur DVB-Zukunft. Das Gutachten zur DVB-Zukunft, das habe ich hier natürlich nicht, weil ich nicht im Aufsichtsrat bin und deswegen nicht weiß, was da drin steht, wie ganz viele andere hier. Und da muss man sich schon die Frage stellen, ob es vielleicht irrsinnig ist, über ein Gutachten zu reden, was kaum einer bzw. nur sehr, sehr wenige kennen. Das hat mich in der Vorbereitung in gewisser Weise daran erinnert an die Stadtratsdebatte im März diesen Jahres. Wir haben im März am 25. auf Antrag der Linken über ein Stesat-Gutachten zum Sachsenbad gesprochen. Herr Scholbach hat dazu zwei Reden gehalten, wenn ich mich nicht irre. Herr Scholbach hat am Rande der damaligen Debatte auch eine sehr interessante Bemerkung gemacht. Da hatte ich damals Herrn Bürgermeister Sittel gebeten, das mal zu prüfen. Da habe ich bis jetzt noch keine Informationen diesbezüglich bekommen. Herr Scholbach hat am Rande der Debatte im März gesagt, Tagesordnungspunkt 5. Der aktuelle Stand der Untersuchung des Stesat hat ergeben, dass der Investor die Kosten der Sanierung zu niedrig angegeben hat. Ich glaube, Herr Scholbach hat weissagerische Fähigkeiten, denn ich glaube, Herr Scholbach hat am 25. März noch nicht gewusst, was am 31. März dann im Gutachten steht, was am 31. März veröffentlicht wird. Also ich denke mal, Sie haben weit in die Zukunft geschaut und haben sozusagen schon vorab erkannt, was in dem Gutachten stehen wird. Und diese Analogie hat eine gewisse Ähnlichkeit zu der Debatte, die wir jetzt hier wieder auf Antrag der Linken führen. Ich habe
vorher noch mal nachgeschaut. Cicero soll gesagt haben, dass Sokrates gesagt haben soll, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und genauso geht es uns mit dem Gutachten. Was wissen wir denn überhaupt? Die TWD hat ein Gutachten beauftragt. Warum? Weil sie die Gefahr steigender Zuschüsse sieht. Und sie hat, so stand es in der Presse, mehrere Handlungsoptionen aufgeführt. Zum Beispiel mehr Einnahmen, die Kürzung von Investitionen und Angebot oder geringere Kosten, vor allen Dingen beim Personal. Unsere Position als Freie Wähler ist klar, unabhängig von jeglichen Gutachten. Wir wollen die bestehenden Leistungen der Verkehrsbetriebe erhalten. Wir wollen überdenken, wo es Netzerweiterungen geben muss, auch in der längerfristigen Planung. Man muss halt eben überlegen, erschließt man Plauen nochmal mit der Straßenbahn, baut man in Pieschen eine Elbbrücke. Man muss aber eins machen, man muss neue Kunden gewinnen, weil wir haben ja jetzt gerade in der Debatte intensiv gehört, die Einnahmen kommen im Wesentlichen durch die Kunden, über 80%. Und da ist es auch notwendig, sinnvoll zu erweitern, zum Beispiel mit Park und R Plätzen wie in Bülau oder an anderen Orten oder wie mit der Nossener Brücke als sinnvollem Lückenschluss zwischen Löbtau und Plauen. Und man muss auch Fragen stellen, und zwar solche Fragen wie, sollte sich die DVB vielleicht aufs Kerngeschäft konzentrieren und ÖPNV zum Kerngeschäft machen statt Fahrradvermietung oder E-Tankstellen? Oder sollte man vielleicht auch aus Kostentreibern der vergangenen Jahre lernen, wie zum Beispiel der Anschaffung von breiteren Wagen, die dann zusätzliche massive Investitionen in neue Schienen aufgrund der Spurbreite zur Folge hatten? Diese Fragen muss man stellen, aber eben erst dann, wenn man ein Gutachten vorliegen hat. Denn dann kann man drüber reden. Was wir jetzt gehört haben, das sind Bekenntnisse von allen, auch von uns. Was uns wichtig ist, ist ein kritisches Hinterfragen von Entscheidungen. Das ist immer notwendig, egal ob es um die Verkehrsbetriebe oder andere Entscheidungen geht. Und dann, wenn wir alle die notwendigen Informationen haben, dann lassen Sie uns auch über diese Punkte und die Zukunft der Verkehrsbetriebe intensiver debattieren, denn der ÖPNV in Dresden, der hat was Besseres verdient als eine Debatte, bei der nur ein Bruchteil über die wahren Fakten Bescheid weiß. Vielen Dank. So, und zum Abschluss der Fraktionsrunde für die CDU-Fraktion, Herr Böhm. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich fange mal von hinten an. Es ist schon sehr erstaunlich, dass die Seite Rot-Rot-Grün hier ruft, es soll alles so bleiben und wir sollen noch mehr stärken und wir sollen den Zuschuss aus dem Haushalt finanzieren. Jetzt frage ich Sie alle, wo sind denn, Sie wissen seit mehr als einem Jahr aus den Wirtschaftsplänen der Verkehrsbetriebe, dass der Zuschussbedarf steigen wird, wenn wir nicht gegensteuern. Wo ist denn der Zuschuss in den drei Haushaltsverhandlungen geblieben? Wo ist denn das Geld im Doppelhaushalt, im aktuellen, was Sie den Verkehrsbetrieben geben wollen? Wo ist es denn? Über das Thema Gutachterirrsinn habe ich mich so geärgert. Wie kann man sich hier hinstellen und so einen populistischen Antrag und so eine populistische Stunde, aktuelle Stunde hier einbringen, wo niemand weiß, was in diesem Gutachten steht? Sorry, ich mag mich damit auch gar nicht auseinandersetzen. Es ist doch völlig klar, dass der ÖPNV gestärkt werden muss. Da sind wir uns doch, glaube ich, alle einig. Wir möchten auch, dass die Ortschaften in den Randbereichen besser erschlossen werden. Viele Dinge sind wichtig. Wir wissen auch, dass die ganzen Kosten im Verkehrssektor gestiegen sind und dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Und die Finanzierung des ÖPNVs in Dresden muss langfristig gesichert werden und das muss auf einer breiten Basis passieren. Die aktuelle Stunde und Ihr Antrag ist wenig hilfreich dazu. Und interessant ist ja auch, dass diese aktuelle Stunde heute erfolgt und Ihr Antrag dann drei Tage vor der Bundestagwahl ist, da wissen wir ganz genau, was los ist. Ein einfach durchschaubares Wahlmanöver. Der Inhalt des Gutachtens ist nicht bekannt und trotzdem müssen wir uns mit diesem Gutachten befassen. Und das werden wir auch. Und deswegen haben wir eine Anhörung bevor der Antrag von Ihnen im nächsten Stadtrat behandelt wird, eine Anhörung initiiert des Gutachters, der DVB, der TWD und der VVO, damit man sich überhaupt mal mit den Themen befassen kann. Es geht auch weiter. Derzeit, irgendeiner hat es vorhin gesagt, ich glaube der Kollege Engel, die Finanzeffekte, die durch Corona und auch durch zukünftige Finanzierung und Förderung des Bundes und des Landes da sind,
sind noch gar nicht absehbar. Die Linken wollen einen Blankoscheck an die DVB geben, ohne kritische Betrachtung der Zuschüsse. So kann man ein Großunternehmen nicht führen. Dass kein Geld im Haushalt eingestellt ist, habe ich schon gesagt, also ist auch Ihr Antrag, der noch kommt, eine völlige Luftbuchung. Die DVB muss genauso ihre Hausaufgaben machen und nach Einsparpotenzialen suchen und sollte sich aus meiner Sicht auch zunächst erstmal auf die Kernkompetenz, nämlich den Personenbeförderungsauftrag, konzentrieren. Der Stadtrat hat in den letzten Jahren großzügig jenseits der Kernkompetenz bestellt. Mobi-Bikes, geben wir eine 500.000 dazu, Ökostrom, zahlen wir 100.000 Euro, jetzt machen wir Elektrolastenräder, Carsharing und, und. Kann man alles machen, da muss ein Preisschild ran. Und die Finanzierung muss abgedeckt werden. In dem ersten Schritt sollten wir mal klarstellen, was sind die wirklichen Kosten für die Beförderung, was sind die Kosten für die Beförderung und was ist das, was wir als Stadtrat in den letzten Jahren der DVB aufgewälzt haben. Denn das muss zukünftig der Stadtrat sehr wahrscheinlich selber bezahlen. Und bei den nächsten Wünschen, die er hat, muss überall ein Preisschild dranhängen. Und die Finanzierung muss geklärt sein. Und zum Schluss für die Stärkung des ÖPNVs. Braucht es mehr als eine Aktuelle Stunde und einen populistischen Antrag. Ich fordere den Oberbürgermeister auf, dass er, ich sage mal, im Herbst dort alle einlädt, alle Beteiligten und hier nach einer gemeinsamen breiten Lösung sucht, wie man sich des Themas zukünftig widmen kann. Danke. Soweit die Fraktionsrunde und gestatten Sie mir, für die Verwaltung selber ein paar Sätze zu sagen. Also beginnen wir mal mit dem Punkt. Der Gesetzgeber hat hier bewusst an Aufsichtsräte hohes Anforderungsprofil gelegt. Und das ist auch wichtig und das ist auch richtig. Denn wer Aufsichtsrat der Technischen Werke ist, hat eine ganz hohe Verantwortung, den Stadtkonzern insgesamt zu führen und auch so nachhaltig zu führen, dass wir ein erfolgreiches Unternehmen nicht nur in der Vergangenheit waren, sondern auch in Zukunft sind. Deswegen ist der Aufsichtsrat der Technischen Werke zwingend verpflichtet, darauf zu achten, dass die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens in Zukunft gewährleistet ist. Und wenn ein Teilsparte ungefähr eine Verdoppelung des Zuschussbedarfs hat, dann muss er sich damit auseinandersetzen. Und genau das tut der Aufsichtsrat und hinterfragt Thematiken, lässt sich Fachinformationen zuarbeiten. Und was hier an Popanz in der Öffentlichkeit über die DVB und die zukünftige Ausrichtung gemacht wird, hat mit der Diskussion im Aufsichtsgremium überhaupt nichts zu tun. Ganz deutlich. Sondern es geht darum, wir haben auf der einen Seite einen Betreuungsakt, was wir den Verkehrsbetrieb mit auf den Weg geben. Darüber hinaus bestellen wir aber durchaus eine ganze Reihe von weiteren Leistungen. Und wir können, und das hat die Technischen Werke ganz deutlich aufgezeigt, wir haben gestärkt den Energieversorger, indem wir zwei Unternehmen fusioniert haben und auch die Gewinnabführung ermöglicht haben, auf die ENSO auszudehnen. Nur damit können wir uns in den nächsten Jahren einen erhöhten Zuschuss leisten, sowohl für die Bereiche, die wir da haben im Konzern Beta und öffentlichen Nahverkehr. Ohne die wäre das gar nicht möglich. Wir haben auch bei der Gründung der Sachsenenergie unseren Mitarbeitern viel, viel Veränderungsprozesse zugemutet. 3.000 Mitarbeiter haben einen neuen Arbeitsvertrag bekommen und stehen mit voller Kraft dahinter, um dieses Unternehmen erfolgreich zu führen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt das außerhalb des Haushaltes der Stadt im Wesentlichen gestalten, auch weiter können. Und nun passieren Veränderungen und auf die müssen wir reagieren. Wer nicht wahrnimmt, was auch Corona an Veränderungen mit sich gebracht hat in der Nutzung des ÖPNVs, wo es immer wieder plädiert worden ist, nie nutzen, Abstand halten, das wird die gravierende Herausforderung für uns sein, auf den Wachstumspfad der ÖPNV-Nutzung wieder zurückzukommen. Das ist unser großes Ziel. Aber das ist nicht selbstverständlich, das quält nicht vom Himmel. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und wir müssen uns auseinandersetzen, wie und mit welchem Aufwand
müssen und können wir das Unternehmen führen. Wir sagen aus Sicht der technischen Werke, und das ist öffentlich und klar und deutlich kommuniziert, zeigt die wirtschaftliche Mittelfristplanung, dass sich das Unternehmen 55 Millionen Euro leisten kann. Das ist das, was an Ertragsstärke da ist. Sollte das nicht reichen, müssen wir uns hier selbstverständlich in diesem Gremium auseinandersetzen. Deswegen hinterfragen wir dieses. Ist das möglich? Sind wir effizient genug aufgestellt? Und ja, da kommen heraus, und die Fragen müssen wir auch genauso diskutieren, dass wir als ÖPNV in den letzten Jahren nicht eine Reisegeschwindigkeit zugewonnen haben, sondern wir sind etwas langsamer geworden. Ist das eine Attraktivitätssteigerung des ÖPNVs? Müssen wir uns mit hinterfragen, warum ist das so? Wir haben zunehmend auch auf vielen Strecken Langsamfahrstrecken. Wir haben viele größere Bauvorhaben, die wir endlos hier in diesem Rat diskutiert haben, hin und ein paar Jahre später in die andere Richtung, wieder von vorne, und wir sind endlos nicht zum Ziel gekommen. Alles das sind Kostensteigerungen bei der DVB, wo wir uns selber an die Nase fassen müssen und die Debatte miteinander ganz zwingend führen müssen. Wie geht das in dieser Fragestellung mal weiter? Wir wollen einen attraktiven ÖPNV, wir haben ehrgeizige Ziele, wie viel den prozentual als Stadtbevölkerung nutzen wollen. Dann müssen wir die DVB auch in die Lage setzen, dass sie das machen kann. Jedes Fahrzeug zusätzlich, was wir brauchen, um denselbe Leistungsangebot zu machen, kostet uns zusätzliches Personal, kostet uns zusätzliche Fahrzeuge. Und das sehen wir eben halt auch in den Ergebnissen. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Wir sehen, dass wir in den letzten Jahren nicht ein gesteigertes Leistungsportfolio haben, sondern ein ungefähr gleiches Leistungsportfolio, das aber mit mehr Personal erbringen müssen. Da müssen wir da kritisch hinterfragen, warum ist das so? Und genau diese Fragestellungen beschäftigen uns im Aufsichtsrat, damit wir wirklich ein starkes Unternehmen aufbauen, damit wir investieren. Wir diskutieren darüber seit, sagen wir mal, mindestens 2010, Stadtbahn 2020. Was haben wir jetzt? 21. Was haben wir geschafft? Ein paar wenige Meter am Haltepunkt Strehlen. Das kann doch uns noch nicht zufriedenstellen. Unser Ehrgeiz ist das, auf diesem Niveau weiterzumachen? Nein, wir müssen da deutlich in der Beschleunigung hineinkommen. Und da ist nicht die DVB alleine zu lassen, sondern wir sind da in einer komplexen Abhängigkeit miteinander. Viele Entscheidungen, die in diesem Haus getroffen werden, haben Ausfluss dann auf die Wirtschaftlichkeit der DVB. Natürlich, Herr Mattis, ich hätte die Kurve noch eher angefangen an Ihrer Stelle. 89, 20 Pfennige hat die, der Bus, die Bahn gekostet. Und die Steigerungsraten wären noch viel größer. Aber wie sind wir dann gefahren? Wir hatten schon fast U-Bahn. Und was haben wir im Vergleich von Städten? Ja, in Städten sind da, wo U-Bahn-Angebote sind, ist der öffentliche Nahverkehr im Zuschussbedarf höher, weil es ein aufwendigeres öffentliches Angebot ist. Also ich glaube, und das kann ich nur herzlich einladen, wir haben ein ganz klares Bekenntnis. Es hat niemand in Frage gestellt zum öffentlichen Nahverkehr, zur DVB. Wir wollen, dass die DVB effizienter wird, wo sie stehen geblieben ist, wo wir im Rahmen der Digitalisierung, auch in der Projektmanagement Verbesserungen benötigen. Und wir müssen schauen, auch das ist unsere Aufgabe als Konzern, wo können wir Aufgaben in der Konzernebene bündeln und damit viel günstiger für den Gesamtkonzern erwirtschaften. Und am Ende der Tage müssen wir uns fragen, welche Rahmenbedingungen müssen wir schaffen, damit die DVB besser und attraktiver wird. Das ist zumindest unser Ziel. Und das hat niemand, aber auch wirklich niemand in Frage gestellt. Und dazu lade ich Sie herzlich ein, in den nächsten Monaten gemeinschaftlich zu arbeiten. Vielen Dank.